Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum fünften Quantum Break Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit dem fünften Teil und wir haben letztes Mal da aufgehört, wo wir auf der Suche nach Paul Serene waren. Da haben wir ja genau die Information bekommen, wo er ist, und dort werden wir jetzt weitermachen. Ich war jetzt vorhin noch mit ein paar Kollegen am Rhein gewesen hier in Düsseldorf, aber sehr, sehr viele von euch da draußen getroffen. Hat mega Spaß gemacht, mit euch zu labern, mit euch zu chillen, Fotos zu machen. Auf jeden Fall mache ich sowas gerne. Wer mich sieht, kann mich immer ansprechen, Leute. Ich bin immer offen für alles. Und ja, Leute, das Wetter ist einfach so krank, da hat man einfach automatisch gute Laune. Ihr habt es vorhin schon wahrscheinlich bei Far Cry gemerkt. Heute ist es wahrscheinlich ein bisschen später, die Folge von Quantum Break, aber ich konnte einfach nicht den ganzen Tag bei dem Wetter hier zu Hause bleiben. Ich war um 15 Uhr, war ich draußen, bin jetzt nach Hause gekommen um 19 Uhr, hab davor extra Far Cry aufgenommen, das in einer Top-Qualität gerendert. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch direkt weiter mit Quantum Break. Habe ich abnormal Bock drauf, Leute. Bis gleich. Jack? Ja? Ich hab da was gefunden. Bei dieser Kronon-Operation wird eine Art Treibstoff gewonnen. Er wird dazu verwendet, etwas namens CFR anzutreiben. Sagt dir das was? CFR? Nein, was soll das sein? Ich bin mir nicht sicher, aber es scheint Monarchs zentrales Projekt zu sein. Dieses Ding, das sie der Universität geklaut haben, diese Operation, alles hat auf irgendeine Weise mit diesem CFR zu tun. Was hat Paul bloß vor? Und das werden wir heute herausfinden, was Paul vorhat. Es geht auf jeden Fall heute um diesen CFR. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, was das ist. Ach du Scheiße, vielleicht ist das das Ding da hinten. Oha, das wollte ich nicht machen. Tut mir leid. Ich hoffe, die haben mich nicht gesehen, Alter. Beseitige alle Feinde in dem Gebiet. Begib dich zu Serene an den Trockendocks. Kronencontainer, zerstöre Kronencontainer. Ich glaube, das sind diese Container, die da... Ah, nee, nee, nee. Das sind diese... Da steht da Kronen drauf. Komm, komm, komm. Warum explodieren die denn nicht? Ah, wenn man da drauf schaut, habt ihr das gesehen? Die Zeit wird irgendwie langsamer. Merkt ihr das? Oder kommt mir das so vor? Ich weiß ehrlich gesagt, das sind aber diese Kronencontainer. Warte mal. Boah! Shit, Alter. Mach ich mir erstmal so ein Barriereschild hier rum. Oh, shit, Alter. Ja, mit Pistole ist, glaube ich, echt gut gegen die. Warte mal, chillt mal eure Eier. Ich habe keine Munition mehr. Oh, shit. Wow, wow, wow. Der mit deiner Pumpgun hier, den muss ich mir mal schnappen. Gib mir deine Pumpgun her. Leute, man muss immer wieder... Eieiei, direkt vor meinen Augen. Ich vergesse manchmal echt, wie die Steuerung genau war. Wow, wow, wow. Oh, shit. Ich muss hier weg, Alter. Leute. Erstmal ein Barriereschild aufbauen. Alter, das Spiel wird immer schwerer und schwerer, aber es wird immer geiler und geiler. So muss es sein. Ich mag es nicht, wenn Spiele zu einfach sind. Und da man hier immer eine andere Steuerung hat, beziehungsweise bei jedem Spiel eine andere, weil Far Cry ist anders, das hier ist anders, muss ich mich immer ein bisschen dran gewöhnen. Weil irgendwann habe ich die Steuerung auf jeden Fall auch drauf. Aber das ist erst gerade mal die fünfte Folge. Was sind denn diese Grundcontainer? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Warte mal. Ich zerstöre das da. Mal gucken, was passiert. Bam. Oha. Was geht denn jetzt ab? Egal. Ich habe eine Pumpgun. Also kriege die Pumpgun. Oh, die Pumpgun hat eine richtig krasse Reichweite von hier. Auf jeden Fall unsere erste Aufgabe ist erstmal alle zu beseitigen hier. Bam. Schießt du die Kiste ab? Egal. Bam, bam, bam. Das Sturmgewehr. So. Aber ich finde mal blöd, schade finde ich in dem Spiel, dass man nicht schlagen kann, dass man die Gegner nicht umboxen kann. Das finde ich so einen kleinen Minuspunkt am Spiel. Aber was will man machen, Leute? Man kann ja nicht alle Leute befriedigen. Alter, was macht der denn da oben? Oh, Granate vor meinen Augen, vor meiner Nase. Hier, kriegt erstmal den. Jetzt baller ich einfach in diesen Kreis rein, schnell zieh durch. Bam, 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 jetzt explodiert das und alle sterben. Boom! Einer ist tot. Beide sind tot. So, irgendwo lebt hier noch einer. So, wir schauen erstmal. Wo ist hier noch einer? Seht ihr den? Da hinten, der Pisser, Alter. Was macht der denn da hinten hier in deine Fresse? Verreck. Ey, Digga. Verreck, ja, Mann. Bam, 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 bam. Ich finde das richtig cool. Gott sei Dank. Ich muss einen Weg rausfinden. Ich muss einen Weg rausfinden. Finde einen Weg durch die Lagerhalle. Okay, ich denke mal, das können wir wieder runterballern. Wir können natürlich auch mal erstmal unseren Adlerweg machen. Da können wir sehen, was wir machen können. Diese orangenen Sachen sind zum Beispiel Hilfspunkte, die ich nutzen könnte. Ich muss wohl nach oben. Ja, das ist doch ganz easy, Digga. So, jetzt gehen wir hier drauf. Und jetzt machen wir das wieder rückgängig, oder? Es muss etwas geben, womit ich dort hochkommen kann. Wie kann man das nochmal rückgängig machen? Wisst ihr das noch? Vielleicht hiermit? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Schauen wir mal nach. Aber es sind noch viele Informationen. Hä? Wieso war ich auf einmal hier? Habt ihr das gesehen? Teleportation? Okay, ja, das Fragen war ich, habe ich euch schon mal gefragt, wer es alles durchlesen soll. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Weil die Hauptstory vom Spiel wird uns ja hier sowieso erzählt. Deshalb brauchen wir uns da gar keine Sorgen zu machen. Ah, genau das meine ich. Guck mal. Siehst du? Jetzt baut er wieder alles zusammen. Der dreht die Zeit zurück. Jetzt sind wir oben, Alter. Jack?
Ich habe hier Unterlagen zu einer Art Privatgala gefunden, die Monarch heute Abend veranstaltet. Heute Abend? Nach allem, was geschehen ist? Dort geht es wohl um ihre Pläne für die Zukunft. Serene hält eine Rede und auf der Gästeliste stehen nur Hochkaräter. Monarchs Elite, Top-Wissenschaftler, der Bürgermeister von Riverport und so weiter. Da stellt sich die Frage, warum ausgerechnet jetzt? Keine Ahnung, aber ich werde es herausfinden. Das ist die Frage, warum ausgerechnet jetzt macht er so eine Sitzung? Was tun wir jetzt? Ah, da drüben geht's weiter. Okay, ich wollte schon sagen. Okay, gut. Ja, muss ja ab und zu ein bisschen im Spiel auch rätseln, was finde ich cool, Alter. Das ist so ein Mix aus Action, Adventure, Abenteuer. Das Spiel gefällt mir auf jeden Fall alle Male. Okay, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Geil, jetzt kann ich Auto fahren. So, wo geht's jetzt zu den Trockendocks? Okay. Warte mal. Boah, jetzt fahre ich Auto, oder was? Das Containergebäude sollte jetzt Strom haben. Alter, was macht der Typ für kranke Sachen? Hat einfach Strom hergestellt, glaube ich. Pauls Männer hatten sich die Aktentasche in Wills Wagen geschnappt und sie auf dem Tisch ausgeleert. Ich untersuche Wills Akten. Will hatte gesagt, dass er etwas aus seiner Aktentasche bräuchte, um den Riss zu stoppen. Ich fand nichts Besonderes, nur sein Handy und ein Schlüssel für den Bradbury Swimmingpool. Nichts, was einem ins Auge springen würde. Jack, hier ist Beth. Monarch hat gerade Aufnahmen erhalten, die deine kleine Freundin zeigen, wie sie in vertraulichen Dateien von Monarch herumschnüffelt. Das sollte man hier besser nicht tun. Amy, ich muss zu ihr zurück. Nein, ich werde sie einsammeln. Wo bist du? Bin auf dem Weg zu Paul, zu den Trockendocks. Serene hat keine Priorität. Ich hol dich da raus. Wir treffen uns an den Trockendocks. Kanal 1 ist die Frequenz von Monarch. Hör den Funk ab, um ihn einen Schritt voraus zu sein. Und Jack? Tu nichts Unüberlegtes. Mach ich schon nicht. Boah, Junge! Alter, hast du die ganze Wand hier weggewichst. Kranke HQ. Scheiße, ey. Es gab gerade eine Explosion in der Nähe der Gewinnungsanlage. Oh. Ja, rate mal, wer das gewesen sein könnte. Charlie, geh aus der Leitung. Striker-Team, Verteidigungsstellung um Ground Zero errichten. Verstanden. Komm jetzt hier irgendwo auf jeden Fall, Mann. Die haben das gehört, diese Explosion. Ich hätte ruhig ein bisschen leiser sein können. Aber egal, die sollen ruhig kommen. Ich baller denen alle die Fresse weg, ey. Scheiße, Mann. Wo können ich habe Wills Labor sofort erkannt, als ich die alte Werbetafel darauf sah. Den Bereich, den wir Ground Zero nennen. Es war klar, dass das Labor das Zentrum von Monarchs Operation war. Ich wollte sehen, was dort drin war. Und es schien der einzige Weg zu den Trockendocks und Serene zu sein. Die Waffe ist krank, Mann. Die Waffe ist richtig krank. Boah, Alter, wie präzise die ist. Guck mal. Alter, die ist echt heftig, diese Waffe. Die gefällt mir übertrieben. Wir müssen mal wieder rushen, Leute. Das liebe ich. Guck mal, dieses Rushen. Bam, 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 bam. Krank. Dann ist auch in kurzer Zeit alles angehalten. Ey, wie heftig, Mann. Das ist so geil. Wow. Ich muss hier weg. Alter. Ich hab mich fast bekommen, die beiden. Hier, beide tot. Boah, Junge, ich werde immer besser und besser. Da hinten kommen die, ja. Falsche Waffe. Das ist wieder so ein Boss. Wow, wow, wow. Alter. Da lebt er immer noch. Alter, wie viel der schluckt. Er kriegt gleich ein Kamehameha von mir. Okay, die Tür ist aber immerhin aufgegangen. Wir müssen hier weiter. Hier ist gerade richtig viel Action. Halt's Maul. Bam, 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 bam. Tot. Schwede, ist das geil. Das Spiel macht so Bock, Leute. Ich schwöre es euch. Kommt alle her, Mann. Guck mal, jetzt wieder rushen. Bam, bam, bam. Headshot. Boah, Junge. Shit, Alter. Alter, stell dir vor, ich muss gegen diesen Paul Serene kämpfen. Das wird doch richtig krank werden. Fuck, Alter. Ich brauche erstmal eine Waffe. Oh, shit. Ich kann ja nicht mal abballern, weil ich... Ey, das fuck... Das wäre jetzt... Wäre das jetzt... Hätte ich den jetzt abballern können, wäre viel, viel geiler gewesen, Leute. Ich hab kein... Munition. Oha, was ist das für ein Boss? Ach du Scheiße. Ich muss hier weg, Leute. Ich brauche eine Waffe, Alter. Ja, Mann, hier. Alter. Ey, die Zeit spielt verrückt. Merkt ihr das? Die hält ab und zu so komisch an. Bam. Bam. Explodier. Alter, wie viel... Der Schluck. Alter, was geht hier ab mit der Zeit? Merkt ihr das? Ja, Mann, hier ist Munition drin. Optimal. So, jetzt
Jetzt kann er meine Eier lecken. Komm her, komm her. Wo bist du? Hä? Ist er schon tot? Ja, der ist er gestorben. Optimal. Aber die... Alter, krank. Merkt ihr das? Irgendwann sind so ganz kurze... Alter, was geht denn da ab mit der Zeit? Ey, ich schwöre es dir. Die Zeit ist so außer gleich... Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Und jetzt? Hä? Was ist jetzt los? Nette Fahrkünste, Jungs. Alter, was ist denn da passiert? Hat er die Zeit angehalten oder ist er ein Fehler mit der Zeit? Oha, die können sich trotzdem bewegen. Paul hat für seine Männer diese Technologie entwickelt, um sich durch die Anomalien zu bewegen. Er wusste, dass es zu dem Riss kommen würde. Trotzdem versucht er nie, ihn aufzuhalten. Ach du... Oha! Wow! Was geht denn bei denen ab? Ey, die sind richtig krank, die können das auch, Alter. Davon habe ich gerade noch gesprochen und jetzt habe ich solche Gegner am Hals, die das können. Ey, wie krank das ist. Guck mal, die machen die ganze Zeit Teleportation. Hier, kann ich auch, ihr Pisser, hä? Aber trotzdem habe ich mehr Kraft als ihr. Shit, shit. Bam, einen habe ich. Da ist der zweite. Alter. Oha, wie... Die haben kranke Waffen, die nehme ich mal von dem. Da kommen die. Zack. Wo ist er hin, ne? Hier, was ist, wenn ich die Zeit jetzt von denen noch anhalte dazu, Alter? Dann müssten die eigentlich... Wow! Oh, die können trotzdem da rausspringen. Das heißt, die Superkräfte bringen gar nichts gegen die. Ey, das ist echt heftig, Mann. Der ist aber tot. Hier, der ist jetzt auch... Alter. Ey, die sind richtig krass, Mann. Leute, das ist unnormal, Alter. Jetzt gehen die Kämpfe richtig ab hier. Kampf, das ist ein geile Kämpfer, Alter. Endlich mal ebenbürtige Gegner. Ich glaube, nur noch einer lebt, Alter. Krieg die Pumpkin in die Fresse. Sauber. Begib dich zurück. Hat ihm nie erzählt, was er in dieser Werkstatt tat, im Ground Zero? Nein, nie. Er versteckte diesen Teil seines Lebens vor mir. Nichts hatte mich auf diesen Wahnsinn, der mich dort erwartete, vorbereitet. Und selbst das war nur eine Einleitung zu den schlimmen Dingen, die später genau an diesem Ort passieren würden. Also das ist der einzige Weg. Ich hoffe, ihr merkt das, Leute. Die Geschichte wird so ein bisschen nacherzählt. Der war ja am Anfang in dem ersten Let's Play in so einem Büro gewesen. Der erklärt gerade alles so einer Frau. Das kann nicht normal sein. Ah. Zutritt strengstens verboten. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eher eine Richtlinie als eine Vorschrift. Wo sind wir hier, Mann? Wir sind in irgendeinem kranken Labor. Hä? Was zur Hölle? Was ist das? Das bin ich. Hä? Ich glaube, der zeigt uns den Weg, oder wir waren schon mal hier gewesen. Oder das ist die Vergangenheit was gewesen. Zur Hölle? Was ist was das? Ist das? Hä? Das ist bereits geschehen. Der konnte in die Zukunft sehen. Was zum Teufel? Wow! Was geht hier ab, Leute? Ey, das ist ja krank, Mann. Wir haben in die Zukunft gesehen und gleichzeitig in die Vergangenheit. Ich habe ganz ausdrücklich kupferkaschiertes Niob-Titan. Will. Unser Bruder. Er spielt ja alles verrückt. Durchsuche Wills Labor. Das ist das Labor von Will, unserem Bruder, der gestorben ist. Man kann es mit Worten nicht beschreiben. Will war weg. Aber er war überall um mich herum. Dieses ganze geheime Leben, das er nie erwähnt hatte. Alles, wovor er mich beschützen wollte. Es umgab mich. Ein Rätsel. Gefangen in zerbrochener Zeit. Alter, was hat er hier gebaut, der Will? Er würde seine Forschungsgelder verschwenden. Seine Karriere aufs Spiel setzen, nur weil er von einem fehlgeschlagenen Experiment besessen war. Das ließ er uns glauben. Was er dort entwickelt hatte, war absolut kein Fehlschlag. Es funktioniert. Es funktioniert. Was hat er da gebaut? Ey, krank, Mann, wir können ihn nicht vergessen. Ich brauche für ein weiteres Jahr Forschungsgelder. Bitte, tun Sie das nicht. Also, was hat er hier gemacht? Gott, wie krank das ist, ey. Gegenmaßnahme. Ich hoffe bei Gott, dass das funktioniert. Will. Weg. Alter, was ist das hier?
Ey, guck mal, wie krank! Paul. Komm mit mir. Wir können das überleben. Paul. Das ist die einzige, die sehen. Sah, was ich gesehen Tu's habe. Nicht, nein! Gib mir das Gerät. Was, wenn sie falsch liegen? Ey, was geht hier ab? Ich wusste, dass dort etwas völlig schiefgelaufen war. Aber es war verschlüsselt. Unmöglich zu lösen. Entfliehe der zerbrochenen Zeit. Alter, das ist krank. Was hier abgeht. Guck mal, was mit der Zeit abgeht, Mann. Ey. Das ist echt heftig, Alter, Mann. Die Zeit spielt komplett verrückt. Die Anatomie, alles spielt verrückt hier, Leute. Merkt ihr das? Ey, mal ist es Tag, mal Nacht. Es war überwältigend. Alle unbeantworteten Fragen, die ich hatte, wurden durch das, was ich in der Werkstatt gesehen hatte, noch bohrender. Die Ereignisse bei der Universität waren Teil von etwas viel Größerem. Etwas, was vor 17 Jahren begonnen hat. Heftig, Alter. Was hier abging, Alter. Okay, Trockendocks. Zu den Trockendocks. Bin fast da. Okay, komm, dann gehen wir jetzt. Ich muss zu Paul gelangen. Wo ist denn der Paul, Alter? Was ist das wieder für eine Einrichtung hier? Guckt euch das mal an, diese Monarch Industries, was die hier alles haben, ey. Da steht auf jeden Fall... Für die brauche ich keine Zeit, für die zwei, Alter. Etwas stimmte mit Paul nicht. Kronon-Syndrom. Er hatte seine Kräfte schon viel länger als ich, aber was war die Ursache? War ich auch krank? Oder war es seine Zeitreise? Ich wusste es nicht und es machte nichts von dem, was er getan hatte, weniger verabscheuenswert. Mach du die Türe auf, hallo. Geht doch. Wo sind wir? Das ist eine Lagerhalle, ne? Waren wir nicht hier schon gerade gewesen, ey? Oder kommen wir es nur so vor? Ja. Jack, versteh doch, Will hat mir keine Wahl gelassen. Was ist nur mit dir geschehen? Kämpfen ist zwecklos. Du hast ihn umgebracht. Ich werde es dir erklären, wenn die Zeit reif ist. Wir sehen uns heute Abend auf der Monarch-Gala. Gala, die Zeit endet und du schmeißt eine beschissene Party. Wenn die Zeit endet, tut es mein Nein, Plan hier nicht. Und jetzt. Ich gehe nicht Doch, auf diese... Das tust du. Ich habe es bereits gesehen. Was hast du gesehen? Was soll das alles? Auf Wiedersehen, Jack. Nein! Ach du Scheiße, ey. Fang Serene, der hat uns gerade angerufen, der Pisser. Aber hier sind so viele Sachen, die hier rumliegen, aber... Bis man sich das alles durchliest, Alter, das ist... Ja, ich weiß nicht, aber ob das so wichtig für die Handlung ist? Ja, weiß ich nicht, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, dann mach ich... Oha, was gibt's denn hier? Wie viele Waffen, Alter? Leute, guck ich das mal an, wie viele Waffen es hier gibt. Kranke Scheiße. Gucken wir uns jetzt mal hier um. Wir müssen irgendwo Paul finden. Oha, fliegt er da weg? Nee, es ist der nicht, oder? Aber der kann da drin sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Sir! Da ist er. Paul! Stopp! Komm zurück, verdammt! Nein. Oha. Er will uns umbringen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Digga, dreh die Zeit zurück! Gegen Paul so ein Kampf wäre heftig. Ey, der beherrscht die Fähigkeiten perfekt, Alter. Guck mal, was der gemacht hat, Mann. Hä? Was denn hier passiert? Heilige Scheiße! Alter! Los! Das kann jeden Moment auf uns einstürzen. Wie kommen wir jetzt hier weg, Leute? Wir müssen mal schauen. Da, können, okay. Ah, wir können das... Konzentrieren. Wir können das auch. Oha. Perfekt. Wir müssen Beth holen. Ich glaube, das Vibe, was wir gefunden haben, was die Medien manipuliert hatte. Oh, shit. So, Leute, diesmal müssen wir es aber besser machen. Ich muss mal schauen, wo es hier erstmal überhaupt weitergeht, Alter. Weil dieses scheiß Ding... Es ist die ganze Zeit dazwischen. Was können wir machen? Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir machen erstmal den Blick hier. Wir müssen da auf jeden Fall durch, das ist klar. Hier können wir aber nichts irgendwie runterholen oder sonst irgendwas. Aber wir können das Ding versuchen zu stoppen, Alter. Warte mal. Mit Kreis eventuell. Ne, das geht trotzdem durch. Alter, krank. Warte mal. Okay, das bringt nichts.
Aber eigentlich müsste doch ein Schutzschild was bringen, oder? Meint ihr nicht? Wenn wir uns da hinstellen, Schutzschild aktivieren. Bin mir nicht ganz sicher. Wir können mal versuchen, das Kamehameha zu aktivieren. Warte mal. Zack, damit er stehen bleibt. Aber das kommt trotzdem runter. Aber ich glaube, so kommt das schneller runter, oder? Bin ich blind? Was sagt ihr, Leute? Boah, Junge, ist das krank. Was anderes bleibt uns... Ah, wir können durchrushen, würde ich sagen. Also stimmt, stimmt. Komm. Komm. Ja, siehst du? Das stimmt, Alter. Die Anomalien wurden heftiger. Es traten ohne Vorwarnung Zeitverschiebungen auf. Damals dachte ich, es könnte nicht viel schlimmer werden. Aber wir wissen, dass es das tat. Wow. Hey, Digga, man muss hier echt aufpassen. Guck, was mit der... Das muss wehgetan haben. Alter, guckt euch das mal an. Das Ding wird einfach die ganze Zeit draufgeklatscht. Ich würde sagen, wir springen da einfach durch. Warte, wir müssen da durchrushen. Zack, schnell. Ey, irgendwas erschlägt mich jetzt. 100%. Wir müssen hier hoch, Digga. Komm, komm, komm. Wow, Alter. Das wird gerade zu krank, das Spiel. Ohne Witz. Aber macht übertrieben Bock, Alter. Das ist mal was komplett anderes. Oh, shit. Digga. Oh, oh, oh. Guckt euch das mal an, Leute. Das ist echt eine heftige Scheiße. Ich muss hier verdammt nochmal raus. Ach du Scheiße. Das war sehr knapp, Jack. Wir müssen wirklich vorsichtig vorgehen, Leute. Weil nicht, dass gleich uns irgendwie so ein Ding erschlägt. Warte, wo geht's? Da geht's, glaube ich, weiter rüber. Ja, Mann, hier ist richtig. Jetzt hier hoch. Oh, Junge, Alter, das macht übertrieben Bock gerade. Ich komme voll bei Assassin's Creed. Okay, weiter. Ey, wir müssen hier weg. Nein, 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 nicht schon wieder. Oh, ich bin runtergefallen. Scheiße. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Wir müssen nämlich rüberspringen, nicht runter. Zack. Nein, 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 nicht schon wieder. Wow. Los, 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 los. Ach du Scheiße, Mann. Und jetzt renn. Ey, was ist jetzt wieder los, ey? Ich schwöre es euch, das fickt meinen Kopf. Da kommen Gegner. Oh, nee. Ach, du Scheiße. Ja. Boah, jetzt wird das Spiel immer geiler und geiler, Leute. Ich schwöre es euch. Krank. Einfach nur krank. Oh, shit. Schieß doch. Es sind aber noch mehr. Da drüben. Zack. Wow! Mein Leben! Digga, ich mach einfach ein Schutzschild um mich rum, dann lädt sich mein leeres Leben auf. Da von hinten kommen die Schüsse. Den hole ich mir. Alter, der macht die ganze Zeit seine Teleportation. Irgendwas ballert auf uns. Wo? Da hinten. Zack. Zack. Hab ich. Tot. Wo ist der andere? Da war noch einer hinter mir. Da oben. Hier, bleib mal stehen, du Pisser. Hier. Boah, Alter. Der kommt da einfach raus, ey. Wie krank das ist. Ich komme vor bei Inception hier. Wo springt der hin, der Pisser? Oha. Ey, erstmal Schutzschild um mich rum machen. Nicht, dass er mich gleich noch tötet. Wo ist er? Könnt ihr ihn sehen? Da. Vor allem ist der vor mir hier. Aber einer lebt noch. Wo? Ey. War mir... Boah, Junge, ist das geil, Mann. Guck mal hier, Tio, bam, das ist krank, Leute. Krankes Spiel. Ja. Ey, wer das nicht feiert, dann kann ich nicht weiterhelfen. Beth war auf dem Weg zu mir gewesen. Ich ging davon aus, dass sie dort draußen in der Nähe des Trockendocks eingefroren war. Heftige Scheiße. Wir müssen einfach mit Beth treffen. Ich weiß nicht, wo sie ist, Mann. Die Beth. Oh mein Gott. Ei, da ist sie doch. Ah, die ist Beth. Okay, das ist die Polizistin, die uns geholfen hat. Überlegtes. Zuhören konnte ich noch nie. Na dann lern es. Steig ein. Und wenn ich dir nicht traue? Dann erschieß mich. Es ist nicht die eine, die ausgesagt hat. Tut mir leid, aber ich nehme den Van. Oh, oh. Das war, weil du nicht auf mich gehört hast. Au. Wenn du verhindern willst, dass die Zeit zusammenbricht, brauchst du meine Hilfe.
Und vielen Dank übrigens für den Passagier da hinten. Ich komme mir bald vor wie ein Babysitter. Ah, die ist das. Babysitter? Soll das ein Scherz sein? Auf dem Computer waren gute Informationen. Miststück. Mein Auto, meine Musik. So läuft das. Dann gibt's dann eine schöne Musik, Alter. Würde ich mal gerne wissen. Was zum Teufel ist bloß los mit euch? Musik ausgeschaltet. Wegen Thema. Auf jeden Fall ein krankes Level, Leute. Und wir haben das Let's Play beendet, Leute. Bradbury Schwimmbad, da geht's beim nächsten Mal weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergewaltigt auf jeden Fall den Like-Button. Würde mich wieder sehr über 6000 Likes freuen. Ihr könnt, wie gesagt, auch bei Snapchat, Instagram vorbeischauen. Dort habe ich auch Fotos von heute gepostet und Videos und so weiter. Und ja, Leute, ich wünsche euch allen hier einen schönen Abend. Lasst einen Daumen nach oben, da checkt Far Cry aus, kam auch vorhin online. Morgen geht's dann wieder weiter mit einem Video von mir auf dem Kanal und noch viel FIFA, einem Video von mir. Also wieder insgesamt zwei Videos, ich mache jetzt mal täglich. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Macht's gut, Leute. Heute in den Late-Night-Folge, haut rein und ciao!